Achtung! Der nachfolgende Beitrag könnte bei Zuhörern mit festgefahrener Sichtweise starke Emotionen auslösen. Bei nachfolgender Verwirrung oder geistiger Auswirkung haftet nicht der Videoersteller. Augen auf Neues. Wer ist der wirkliche Feind der Menschheit? Ein Artikel von Freeman aus dem Alles Schall und Rauch Blog. Die Vereinigten Staaten haben schon wieder einen Krieg verloren, so wie sie alle Kriege seit 70 Jahren verlieren, wenn man nach normalen Maßstäben beurteilt. Was ist aus dem Irak nach 11 Jahren amerikanischer Besatzung und 2 Angriffskriegen geworden? Nach tausenden gefallenen und verwundeten Soldaten und Kriegskosten, die fast 1 Billion Dollar ausmachen. Washington wollte doch das Land mit westlichen Werten Sicherheit, Freiheit und Wohlstand beglücken. Nichts von dem ist eingetreten. Im Gegenteil, es herrscht nur Terror, Zerstörung und Elend. Das Land ist in Chaos zerfallen und noch ein gescheiterter Staat ist durch die militärische Intervention entstanden. Die ISIS hat sich dort breit gemacht und Obama hat wieder einen Bombenkrieg gegen den Irak angekündigt, um die Mörderbande, die sie selber geschaffen haben, zu bekämpfen. Aber es ist nicht wirklich eine Niederlage, sondern das ist die Umsetzung des üblichen Plans, überall verbrannte Erde zu hinterlassen. Kein Land beschert den Menschen der Welt mehr Kriege, Leid und Zerstörung als Amerika. Keiner kommt nur annähernd an die Menschenrechtsverletzung ran, die Washington weltweit begeht. Keiner ist erpresserischer, barbarischer und gesetzloser. Keiner gefährdet den Frieden der Menschheit mehr. Das Geschäft Amerikas ist Krieg. Ein permanenter Krieg, das ist die offizielle US-Politik. Egal welche Partei am Ruder ist, ob Demokraten oder Republikaner, beide sind nur auf Krieg eingestimmt. Sie hassen Frieden, denn Frieden ist kein gutes Geschäft. Deshalb wollen sie immer mehr und immer größere Kriege. Die Kriegshetzer kontrollieren Washington und die Kriegsmaschinerie muss immer am Laufen gehalten werden. Vergangenen Dezember hat der Kongress 633 Milliarden Dollar für das Verteidigungsetat offiziell genehmigt. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Hunderte Milliarden Dollar werden unter versteckten Posten für die Kriegsführung zusätzlich eingesetzt. Diese laufen dann unter dem Etat des Außen-, Finanz-, Energie- und Heimatschutzministerium, sowie unter den Budget für die NASA und den 16 Geheimdiensten wie NSA, CIA. Insgesamt belaufen sich die echten Ausgaben für alle Formen von Krieg auf 1,5 Billionen Dollar pro Jahr, was angeblich für die Sicherheit aufgewendet werden muss. Diese gigantische und unvorstellbare Summe wird ausgegeben, um die ganze Welt mit Krieg zu überziehen, um nach der Vorstellung Washingtons das amerikanische Imperium zu erhalten und noch mehr zu vergrößern. Die Kriege laufen auf allen Ebenen, nicht nur militärisch, sondern es werden ein Informationskrieg, Spionagekrieg, Finanzkrieg und ein Wirtschaftskrieg gegen alle Länder geführt. Ob Partner und Alliierter spielt dabei keine Rolle. Amerika hat keine Freunde, wie Henry Kissinger sagte. Amerika hat nur Interessen, die sie mit allen Mitteln durchsetzt. Internationale Gesetze und Regeln müssen alle anderen einhalten. Amerika selbstverständlich nicht. Sehr viel Geld wird für Propaganda ausgegeben, um diese amerikanische Aggression zu tarnen, um die Menschheit über die wahre Tatsache der Kriegsführung zu täuschen, um Krieg wie Frieden aussehen zu lassen, um den Abwurf von Bomben als humanitäre Aktion darzustellen und der Sturz von Regierung als Demokratisierung zu verkaufen. Leider funktioniert diese Gehirnwäsche bestens und die meisten Menschen im Westen finden das kriegerische Vorgehen der Vereinigten Staaten gut, verteidigen es gegen jede Kritik, wollen nicht die Millionen an Opfer sehen, die dabei umkommen und leiden. Die Propaganda zur Tatsachenverdrehung funktioniert so gut, die Menschen glauben, Russland, China und andere Länder, die dem US-Imperium im Wege stehen, sind die Bösen. Die NATO expandiert seit 24 Jahren konsequent nach Osten, hat ein osteuropäisches Land nach dem anderen einverleibt und übernommen, steht an der Grenze zu Russland, hat einen illegalen Putsch in der Ukraine inszeniert, aber Moskau
soll der Aggressor sein. So ist es auch mit China. Amerikanische Kriegsschiffe kreuzen ständig im Gelben Meer herum. Das US-Militär hat große Basen in Südkorea, Japan, Philippinen, Singapur und Australien. Aber Peking soll bedrohlich sein. China ist genauso eng umzingelt wie Russland. Dabei keines der beiden Länder bedroht die USA. Fahren denn chinesische oder russische Kriegsschiffe vor New York oder San Francisco herum? Werden in den Nachbarländern der USA Regimewechsel, die pro-russisch oder pro-chinesisch sind, vorgenommen? Stellen China oder Russland Raketen an der Grenze zu den USA auf? Führen denn Peking und Moskau irgendwo Kriege, um ihren Einfluss zu erweitern? Nein. Washington stört einfach die wachsende wirtschaftliche Stärke Chinas und die Emanzipierung und Energiefülle Russlands. Washington sieht das als Bedrohung seines Machtmonopols an und duldet keine multipolare Welt. Amerika gibt mehr Geld fürs Militär und verwandte Kategorien aus als der Rest der Welt zusammen. Dabei sind die Vereinigten Staaten völlig bankrott und astronomisch überschuldet. Die Finanzierung der gigantischen Militärmaschinerie erfolgt nur auf Pump und aufgrund des Dollars als sogenannte Weltwährung. Auch auf Kosten der amerikanischen Bevölkerung, die immer mehr verarmt, und der Infrastruktur, die immer mehr verwahrlost und zerfällt. 50 Millionen Amerikaner benötigen Lebensmittelmarken, um überhaupt Essen auf den Tisch zu haben. Und viele Städte sind in so einem schlechten Zustand mit Slums, verfallenen öffentlichen Gebäuden, Brücken, Straßen, Kanalisation, Wasser- und Stromversorgung. Sie sehen aus, wie wenn ein Krieg stattgefunden hätte. Washington führt nicht nur einen Krieg gegen den Rest der Welt, sondern einen auch gegen die eigenen Bürger. Der Beweis dafür ist die Militarisierung der Polizeikräfte, das brutale Vorgehen mit tödlichen Schüssen wegen jeder Kleinigkeit, die Missachtung und Verletzung der Verfassungsrechte und die Politik, die Reichen noch reicher zu machen. Der Mittelstand wird konsequent vernichtet, die Arbeitsplätze mit Outsourcing ins Ausland verlagert, ein Heer an Billiglohnarbeitern ohne Kündigungsschutz herangezogen. Eigentlich sind die amerikanischen Bürger genauso von der Brutalität und Menschenverachtung des Imperiums betroffen wie alle anderen außerhalb der USA. Nur eine kleine Elite profitiert immens davon. Denn für die kriminelle Elite gibt es nur eines: das eigene Land und jedes andere Land entweder zu unterjochen und zu versklaven oder zu überfallen und zu zerstören. Sie meinen, sie haben das alleinige Recht, für alle anderen zu herrschen, sich überall einzumischen und die Politik zu bestimmen. Sie meinen, unabhängige Regierungen mit ihren pro-amerikanischen Marionetten ersetzen zu können, um eine unangefochtene globale Dominanz auszuüben. Sind bereit, einen Krieg deswegen gegen die Menschheit zu führen, um dieses Recht zu sichern. Dabei begehen sie Massenmörder, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Es gibt nur ein Land, das bisher Atomwaffen auf ahnungslose Zivilisten eingesetzt hat, nämlich die USA, das größte Verbrechen überhaupt. Die Behauptung, Washington würde nur Gutes tun, Demokratie, Freiheit und Menschenrechte weltweit verbreiten und fördern, ist eine Lüge. 20 Millionen Tote sagen das Gegenteil. So viele Menschen sind durch amerikanische Kriege und Interventionen seit dem Zweiten Weltkrieg umgekommen. 1,4 Millionen alleine im Irak. Und jetzt sollen wieder dort Bomben fallen. Die Geschichte zeigt uns, die USA überbietet in jeder Hinsicht die Rücksichtslosigkeit aller machthungrigen, tyrannischen Systeme der Vergangenheit. Das US-Militär ist ein außer Kontrolle geratenes Monster. Es gefährdet die Existenz der Menschheit. China und Russland bedrohen weder Amerika noch andere Länder oder Nachbarn. Obama aber hat von seinen Vorgängern das Recht übernommen, laut 2010 Nuclear Posture Review Atomwaffen präventiv als Erstschlag einzusetzen. Alle Optionen liegen auf dem Tisch, wie es so schön heißt. Das hat nichts mehr mit Abschreckung oder Verteidigung zu tun. Kein Land, gegen das Amerika in den letzten 70 Jahren einen Krieg führte, hat aber Amerika bedroht und schon gar nicht angegriffen. Weder Nordkorea, Vietnam, Laos, Kambodscha, Dominikanische Republik, Grenada, Panama, Irak 1, Somalia, Serbien, Haiti, Afghanistan, Irak 2, Libyen plus Pakistan, Jemen und Somalia gegen die Obama einen Drohnenkrieg führt. Von den versteckten Kriegen über Proxy und Umstürze durch die CIA
gar nicht zu sprechen. Um was ging es dabei? Nur um die globale Dominanz zu festigen? Was man als selbsternannter Weltpolizist oder Sheriff sich zur Aufgabe gemacht hat? Mit der Waffe in der Hand wird immer geschossen. Wie gesagt, in Wirklichkeit führt Amerika einen Krieg gegen die Menschheit. Im Interesse der eigenen global agierenden Konzerne, der übermächtigen Rüstungsindustrie und der gierigen Finanzmafia. Frieden ist das Letzte, was Washington will. Priorität hat immer Krieg. Dabei steht in der Verfassung, Amerika darf sich nur verteidigen und eine Aggression gegen Länder, die nicht bedrohlich sind, ist ausgeschlossen. Was in der Ukraine passiert ist, ist wieder eine Aggression und Intervention der USA. Präsident Putin hat völlig recht, wenn er sagt, die Ukraine dient als Geisel für US-Interessen. Das Land wird benutzt, um einen Konflikt mit Russland anzufangen. Das von Washington installierte illegale Nazi-Regime in Kiew erfüllt diesen Zweck. Es werden Ukrainer gegen Ukrainer zu einem Konflikt aufgehetzt und Russland so lange provoziert, bis man einen Grund findet, wieder auf europäischem Boden einen Krieg führen zu können. Ziel ist es, Europa und Russland gleichzeitig zu schwächen und zu zerstören, um als lachender Dritter davon zu profitieren. Ist ja mit den Weltkriegen schon zweimal passiert. Das Schlimme und Unverständliche ist, die europäischen Regierungen machen das wie folgsame Schafe mit und laufen freiwillig zur Schlachtbank. Wann werden die Menschen endlich aufwachen und sich von diesem kriegerischen und tyrannischen Amerika befreien? Wann haben Politiker endlich den Mut, Washington den Mittelfinger zu zeigen und trennen sich von diesem alles beherrschenden Monster? Wann hören sie auf, Feiglinge zu sein und zeigen endlich Mut? Wenn sie die Interessen ihres Landes und ihrer Wähler wahrnehmen würden, müssten sie es tun. Die neueste Nachricht vom Sonntag lautet, die NSA hat direkten Zugang zur Deutschen Telekom und anderen Anbietern, kann live die gesamte Kommunikation Deutschlands anzapfen und abhören, kann jedes Endgerät orten. Das Ziel sei es, in Deutschland jedes Gerät überall jederzeit sichtbar zu machen. Ein solcher Cyberangriff ist nach deutschem Recht eindeutig strafbar. Braucht es noch mehr Beweise, wer der wirkliche Feind ist? Entscheide immer aus deinem Herzen, aber halte immer die Augen auf. Sei bei allen skeptisch, leg dich nicht fest und zweifle. So kommst du der Wahrheit näher. So grausam und aussichtslos die Dinge momentan erscheinen, stelle dich jeder Situation und schaue nicht weg, hinterfrage sie. Dann ist alles gut. Was ist unser Leben wert, wenn allein regiert das Schwert und die ganze Welt zerfällt in toten Sand? Aber das wird nicht geschehen, denn wir wollen nicht untergehen und so rufen wir durch unser deutsches Land. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein, Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden ein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein, Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Clay und Cloy aus USA sind für die Etappe da, sollen die German Boys verrecken in dem Sand? Noch sind hier die Waffen kalt, doch der Friede wird nicht alt, hält nicht jeder schützend über ihn die Hand. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein, Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein, Lorelei.
Geige, solang du singst für Deutschland sei. Ami, lern die Melodei von der Jungfrau Lorelei, die dort oben sitzt und kämmt ihr goldenes Haar. Wer den Kamm ihr bricht in zwei, bricht sich selbst das Knick dabei. Uralt ist das Märchen, traurig, aber wahr. Go home, Ami, Ami, go home. Lass in Ruhe den deutschen Strom. Denn für deinen Way of Life kriegst du uns ja doch nicht reif. Gruß von Lorchen, bon plaisir, der Kamm bleibt hier. Ami, hör auf guten Rat, bleib auf deinem Längengrad, denn dein Marschall bringt uns zu viel Kriegsgefahr. Auch der Frieden fordert Kampf, setz die Kessel unter Dampf, Anker hoch, das Schiff ahoi, der Kurs ist klar. Go home, Ami, Ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag und deine Vater rein, rühr dich an, kein Töchterlein, Lorelei, solang du singst für Deutschland sei.